Gute. Die meisten von uns kennen soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter, Instagram oder auch YouTube als einen kreativen Ort, in dem man sich austauscht und informiert, Menschen kennenlernt, FreundInnen sucht oder sich einfach nur Katzenvideos anschaut. Eben ein sozialer Ort. Heutzutage scheint sich das jedoch grundlegend geändert zu haben. Neben Dauerwerbung und Unterhaltung ist Facebook und Co. vor allem ein Schlachtfeld für politische Auseinandersetzungen geworden. Hier werden Ansichten ausgetauscht, Stimmung gemacht oder sogar um Fakten und Wahrheiten gerungen. Links gegen rechts, Konservative gegen Liberale, Nationalisten gegen Weltbürger. Doch was bedeutet das konkret? Wer sind die Akteure, die Fake News und Hasskommentare verbreiten und wie steht es um unsere Europawahl? Ist sie in Gefahr? Bleibt dran! Wahlkämpfe finden längst nicht mehr nur auf der Straße statt, indem man Broschüren oder Kugelschreiber an BürgerInnen verteilt, die zufällig vorbeilaufen. Längst hat uns der digitale Wahlkampf auf sozialen Medien eingeholt, in dem Parteien, aber auch private Influencer oder Bots um die öffentliche Meinung kämpfen. Bestimmt wird alles von Algorithmen, die nicht darauf achten, wer die besten Ideen oder Ansätze hat. Es geht mittlerweile nur noch um aktive Interaktionen, also um Klicks, Likes, Shares oder was eben gerade angesagte Themen sind. Welche Informationen hingegen wahr sind und sich zum Beispiel anhand von wissenschaftlichen Fakten messen lassen, spielt dabei oft gar keine Rolle mehr. Gerade die Schnelligkeit des Internets wirkt dabei oft wie ein Brandbeschleuniger. So werden zum Beispiel bei einer Straftat, bevor überhaupt konkrete Fakten von AugenzeugInnen oder Einsatzkräften bestätigt wurden, mutwillige Behauptungen angestellt, die auf das vermeintliche Herkunftsland des Täters hinweisen sollen oder der Polizei Vertuschung unterstellen. Gerade solche Meldungen befriedigen unsere Gier nach skandalösen Informationen und verbreiten sich wie ein Lauffeuer, egal ob sie nun das wirkliche Geschehen abbilden oder einfach frei erfunden sind. Die Spielregel, wie wir miteinander kommunizieren, hat sich dabei ganz grundlegend geändert, während das digitale Netz gleichzeitig Fluch und Segen ist. Ungefiltert und ohne die Hilfe von großen Konzernen oder Medienvertretern können Menschen an uns herantreten und eine große Reichweite erreichen, und das lediglich nur durch ihr Talent. Gleichzeitig bedeutet ungefiltert jedoch auch keinerlei Instanz, die Informationen daran misst, ob sie tatsächlich die Wahrheit wiedergeben oder gar Volksverhetzung sind. Hier entsteht der Nährboden für Fake News, Hate Speech, Verschwörungstheorien und eine Debattenkultur, die manchmal jeglichen Respekt oder Wertschätzung vermissen lässt. Das gegenseitige Anschreien von verschiedenen Meinungen sowie das Zugespamme von abstrusen Meldungen und fragwürdigen Theorien stellt hierbei sicherlich keine gesunde Debattenkultur dar, in der wir gemeinsam unsere Zukunft zum Besseren gestalten können. Lediglich Frust, Ängste, Aggression und Überforderung werden hier erzeugt. Und genau diese Situation, auf diesem Spielfeld, prallen Politik, Gesellschaft, Influencer und Bots aufeinander. Unter anderem Fachleute aus Wissenschaft und Gesellschaft, Lobbyisten, Schreibtischradikale, verborgene Propagandagruppen, konventionelle sowie alternative Medien und so weiter. Vor allem extremistische Akteure hantieren mit unseriösen Zahlen und angeblichen Fakten zur vermeintlichen Flüchtlingskriminalität. Und wer unter ihren Fans wird sie schon nachprüfen? Längst findet ein Informationskrieg im Netz statt. Das Wort Propaganda muss in diesem Zusammenhang komplett neu gedacht werden. Vor dem digitalen Zeitalter beschrieb es eine Steuerung von Medien durch staatliche Akteure. Heutzutage kann jeder ein Propagandist sein. Akteurinnen, die bewusst die Möglichkeiten des Netzes instrumentalisieren, um gezielte Desinformation zu streuen. Damit versuchen sie, Werbung für die eigene Ideologie zu machen, während politisch Andersdenkende denunziert werden sollen. Der gezielte Versuch wird unternommen, den Informationsraum zu beherrschen. Über automatisierte Fake-Accounts verbreiten sich bestimmte politische Botschaften in Massen weiter und verändern den Algorithmus der sozialen Netzwerke. Eine kleine, radikale und laute Minderheit inszeniert sich dabei als eine vermeintliche Mehrheit sowie die Stimme des Volkes auf, während andere Positionen in der Fülle an Informationen untergehen. Radikale Influencer nutzen zudem diverse Strategien, um sich ihrer ideologischen Widersacher zu entledigen. So werden politische Gegner öffentlich angegangen, Fans der Polemiker treten dabei mit Beleidigungen gegen den Account der Zielperson noch nach. Silencing nennt sich diese Strategie, die das Ziel verfolgt, Menschen wegen ihrer politischen oder sozialen Position zum digitalen Schweigen zu bringen. Dazu nutzen die neuen politischen Akteure oder auch Trolle, von Jugendlichen in ihren Kinderzimmern bis hin zu MitarbeiterInnen ausländischer Geheimdienste, diverse Techniken aus der Online-Subkultur. Memes, Brigading, Silencing oder Doxing.
Längst haben Rechtsextreme ihre Rekrutierung von der Straße ins Internet verlegt. Um gerade Jugendliche für ihre menschenverachtenden Weltbilder zu begeistern, greifen Nipstergruppen, Verbindung aus Nazi und Hipster, vermehrt auf soziale Medien zurück. Hier vermischen sie moderne Phänomene der Popkultur mit rassistischem Gedankengut. Das Ergebnis sind hip wirkende Memes, Videos, Musik oder Bilder, die auf den ersten Blick harmlos wirken und einen sarkastischen jugendlichen Humor ansprechen. Gruppen wie die Identitäre Bewegung haben hierbei die Form der subtilen Rechtspropaganda perfektioniert. So bemühen sie sich um eine moderne und bürgerliche Fassade und behaupten zu 0% rassistisch zu sein. Gleichzeitig verbreiten sie jedoch eine fremdenfeindliche Ideologie, wettern gegen Andersdenkende und zeichnen mit Aussagen wie Überfremdung oder den großen Austausch ein gesellschaftliches Zerrbild, das am Rande eines Bürgerkriegs steht. Zudem stellen sie Begriffe wie Heimat und Identität in den Mittelpunkt ihrer Handlungen, nehmen für sich das Privileg in Anspruch, selber definieren zu können, wer Deutscher ist und wer nicht. Damit schließen sie als fremd klassifizierte Menschen aus ihrem Gesellschaftsbild aus, öffnen rassistischem Gedankengut Tür und Tor und verschieben stückweise die Regeln des Sagbaren. Die Beeinflussung unserer digitalen Medien und damit auch der Wahlkampf finden dabei nicht nur regional statt. Mittlerweile wirken auch ausländische AkteurInnen in die deutsche und europäische Debattenkultur mit ein und versuchen, die öffentliche Meinung zu ihren Gunsten zu manipulieren. Hier werden Follower oder Likes gekauft und mit Hilfe von Social Bots angebliche Skandale oder Falschmeldungen verbreitet. Zwar konnten deutsche Geheimdienste bisher keine eindeutigen Beweise für eine russische Desinformationskampagne gegen die Bundesregierung auf einschlägigen Propagandamedien wie Russia Today Deutsch und Sputnik feststellen. Dennoch kann die Berichterstattung russischer Medien als regelrecht feindselig und manipuliert klassifiziert werden. Nicht zuletzt wurden bei den USA-Wahlen geheime Dokumente veröffentlicht, die bei Hackerangriffen erbeutet wurden und in allererster Linie rechtspopulistischen Bewegungen half. Selbst unschuldige Menschen, also einfache Internetnutzer, die aus Verunsicherung gefährliche Inhalte teilen, können dabei ungewollt zu Verstärkern von extremem Gedankengut werden. Laut der FAZ befürchtet eine Mehrheit in Deutschland, dass die Europawahlen durch Falschmeldungen manipuliert werden könnten. Beim Umgang mit Falschnachrichten zeigen sich nämlich viele Menschen sehr unsicher. 44% der Befragten meinten, sie könnten Fake News wahrscheinlich nicht sicher erkennen und seien dadurch in ihrer Wahlentscheidung beeinflussbar. Internetriesen wie Facebook versuchen, den Fake News Einhalt zu gebieten, indem sie neben menschlichen Arbeitskräften auf künstliche Intelligenz setzen. Ein Problem besteht allerdings darin, dass die Algorithmen der KI oftmals alles andere als transparent sind. Probleme zeigen sich vor allem dann, wenn, wie zum Beispiel diese Woche, die jüdische Allgemeine auf Twitter gesperrt wird, und zwar jetzt kommt's, wegen irreführender Informationen zu Wahlen. Dabei hatte sie lediglich über Holocaust-relativierendes Gedankengut der AfD berichtet. Dies wirft ein sehr widersprüchliches Bild auf soziale Netzwerke, wenn Distanzierungen zu rechtem Gedankengut zensiert werden, wenn doch antisemitische und rassistische Propaganda Hochkonjunktur in Facebook-Gruppen, Hasstweets oder YouTube-Videos haben. Was lernen wir daraus? Die sozialen Medien haben praktisch ein Monopol auf politische Diskussion. Wir können gar nicht mehr ohne sie leben und deswegen müssen wir dieses große Problem in den Griff bekommen. Und ich denke dabei, dass wir das nur durch verschiedene Maßnahmen lösen können. Erstens, wir brauchen eine europäische Zentrale für politische Bildung, damit wir gemeinsam präventiv lernen, Falschnachrichten zu erkennen und diese entsprechend dann auch zu ignorieren. Zweitens, wir müssen Microtargeting streng regulieren. Nur wenn transparent wird, was überhaupt eine politische Werbeanzeige ist und auch wie viel Geld dafür eingesetzt wird, können sich NutzerInnen ein wirkliches Bild davon machen. Drittens, wir müssen sogenannte Bots gemeinsam mit den Betreibern bekämpfen und das auf europäischer Ebene. Weil wer sich als echter Mensch ausgibt, aber eigentlich nur ein Computeralgorithmus ist, hat auch keine eigene Meinung und dient nur dazu, zu manipulieren und eine größere Relevanz darzustellen, als es eigentlich der Fall ist. Wenn ihr selber noch Ideen habt, wie man diesem Problem Einhalt gebieten kann, dann schreibt es in die Kommentare, werft mal einen Blick in unser Europawahlprogramm, weil da auch sehr konkrete Forderungen drin stehen, und bleibt dran, bis zum nächsten Video.